A3.2. Bestimmen Sie mit Hilfe des Graphens, nach welcher Zeit noch 35 Kubikzentimeter des anfänglichen Milchschaumvolumens von 80 Kubikzentimetern vorhanden sind. So. Hier hast du jetzt mit Hilfe des Graphens. Das heißt, man soll auf den Graph auslesen, wann noch 35 Kubikzentimeter übrig sind. Dazu zeichnet man einfach eine Hilfslinie ein bei 35. So parallel zur x-Achse, bis man auf die Funktion trifft und geht dann entsprechend nach unten. Und dann liest man ab und da ich jetzt in meinem Fall hier genau auf der 4 lande, ist meine Antwort auch dementsprechend nach 4 Minuten.